Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy Guide. Heute sind wir mal wieder in Ravendrafts unterwegs und zwar hier unten auf den Koordinaten 73, 75. Und dort ist eine Position, wo ein Toy droppen kann, indem wir eine Angel einklicken. Und diese Angel ist relativ selten da. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ein bisschen Serverhopping betrieben habe, mich bei ein paar Gruppen angemeldet habe, die hier in Ravendress irgendwelche Quests oder irgendwelche Rares killen möchten. Und jetzt nach ein paar Mal Hoppen habe ich hier die Angel tatsächlich gefunden. Die können wir nämlich anklicken. Und wenn wir die Angel anklicken, dann erscheint ein Mob, den wir angreifen können. Den müssen wir umboxen. Und dann müssten wir das Toy bekommen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal an der Stelle. Wo ich hier hingelaufen bin, war gerade ein Hordler da, der hat mir die Angel vorher weggeschnappt, also sprich auf meinem Server. Da war der Mob dann auch ausgegraut, also von der anderen Fraktion kann man ihn leider sich nicht holen. Und so muss man halt warten, dass man selber die Angel findet. Ich war, glaube ich, jetzt schon 4 oder 5 Mal hier. Die scheint tatsächlich relativ selten zu sein. Und man sieht sie recht gut. Also wenn ihr hier nichts leuchten seht, dann könnt ihr weiterlaufen. Oder ihr macht so wie ich und hoppt ein bisschen. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Zeugel drin. Was wir aber brauchen, ist das Toy. Und zwar, was haben wir für ein Toy? Fledermaus, Fratzen, Schwimmer. Okay. Das wird wahrscheinlich so ein Schwimmer für die Angel sein. Das setzen wir jetzt mal ein. Fledermaus, Fratzen, Schwimmer. Basteln das mal. Ja, genau. Wir haben eine Stunde lang dann auf unserem Schwimmer eine Fledermausfratze. Und das probieren wir mal. Wir gucken uns das mal an. Ah ja, ihr seht, da ist so eine... Ich guck mal, ob ich einen Ticken näher rankomme. Angel mal hier gleich mal rein. Hier nochmal. Seht ihr das? Das ist jetzt quasi hier so eine Fledermaus als Angelschwimmer, den wir hier haben. Ist eine ganz nette Sache. Klar, ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, kann man jetzt großen Nutzen rausziehen, aber ist natürlich bei den Toys meistens der Fall. Okay, das war es eigentlich auch schon von dem kleinen Toy Guide. Wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Koordinaten. Das Ganze war hier unten bei den Koordinaten 73, 75 in Ravendrest und wie ich so sehe, ist es relativ selten. Also wenn dann ein paar Mal hier vorbeigucken oder macht's wie ich, hoppt ein bisschen die Gruppen. Ich habe mich jetzt hier bei Questgruppen rein gehoppt, einfach Ravendrafts bei Quests eingegeben, bis ein paar Gruppen durch und dementsprechend habe ich ihn dann beim 4. oder 5. Join einer Gruppe gefunden. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.